Guten Quatsch Hamburg, eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich lieb es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris, war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, heute am 1. Juni startet das 9-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr und gleichzeitig fällt zur Entlastung der Autofahrer die Kraftstoffsteuer weg. Das könnte bedeuten, dass Benzin um 30 Cent und Diesel um 14 Cent billiger werden. Aber Experten warnen bereits, dass die Energiekonzerne sich die Entlastung auch noch einsacken könnten. Olli Hansen, ist das wirklich denkbar? Das ist nicht nur denkbar, das ist sogar hochwahrscheinlich, Peter. Die großen Ölkonzerne sind schließlich keine Non-Profit, sondern sogenannte Triple-Profit-Organisations. Weißt, wie ich meine? Ja, aber können die das denn so einfach machen? Die können alles machen, Peter. Ich bin hier gerade beim VDERG, dem Verband Deutscher Energie- und Rohölgauner. Das ist der neue Dachverband, der sich aus dem alten Branchenverband DRSM, Deutsche Raffzahn, Schmierstoffe und Mineralöle, und dem KBS, dem Kommando Benzinschlingel, gebildet hat. Verstehe. Aber was sagen die denn, wenn man sie fragt, wie sich der Benzinpreis zusammensetzt? Peter, die faseln sich hier Sachen zusammen, die keiner nachprüfen kann. Zum Beispiel kann es heute trotz Steuerentlastung nochmal richtig teuer werden, weil die Sommerferien in den USA früher starten, in Europa die Mondfinsternis ausfällt und gleichzeitig niedrige Lagerbestände auf hohe Ernteausfälle bei griechischen Kalamata-Oliven treffen. In Wahrheit werden die aktuellen Preise hier am Glücksrad ermittelt. Am Glücksrad? Ja, warte, geht schon wieder los. Gerade geht's um den Dieselpreis von heute. So, jetzt bin ich aber mal dran. Na dann los, aber nicht wieder 2,01 Euro. Nee, die ist doch gar nicht mehr drauf. Und los. Hui! Ja, 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 komm, ein noch. Hurra! 2,559 Euro. Ja, Peter, das ist das ganze Geheimnis. Geldgier und Wahnsinn. Lass so machen, wenn die zwei Klapskallis hier heute noch die 3-Euro-Marke für Superbenzin knacken, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, natürlich. Vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Landesbetrieb Verkehr. Knöllchenschreiber stellen für Falschparker ab heute auch ein vergünstigtes 9-Euro-Ticket aus. Einzelhandel. Pleite durch Corona. Viele Unverpacktläden können einpacken. London, zum 70. Thronjubiläum der Queen dürfen ihr Enkel William und seine Frau Kate nicht mit auf den Balkon. Na und, dann gießen eben Harry und Meghan die Geranien. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von VDERG, Verband Deutscher Energie- und Rohölgauner. Das war's von uns, wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie doof, wir sind's schon.